Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute eine ganz einfache männliche Geburtstagskarte zeigen. Damit tun sich ja ganz viele immer schwer. Außerdem ist diese Karte perfekt geeignet für Anfänger, da man hierfür wirklich nicht viel Material benötigt. Ich habe ein paar Luftballons von Nonfon gestempelt. Dafür habe ich mein Versafine Stempelkissen benutzt auf Brustulpapier von Folia. Das Versafine ist ein super tolles schwarzes Pigment. Stempelkissen, was natürlich auch wasserfest ist, und ich verwende einen Wassertankpinsel, um die Farben zu verblenden. Hierfür habe ich meine Mini Distress Inks einfach auf meiner Tim Holtz Glass Matte gestempelt und kann das dann quasi als Palette benutzen. Ich tunke meinen Pinsel einfach immer in die Farben rein, beginne an der Stelle, die ich am dunkelsten haben möchte, und blende es dorthin aus, wo es am hellsten sein soll. Gerade bei Luftballons lasse ich gerne so ein kleines Highlight. Das lasse ich erstmal frei und später übermale ich das dann auch ein bisschen mit Farbe. Wie ihr sehen könnt, gehe ich hier mehrfach über die Luftballons drüber und mit jedem Mal wird einfach der Verlauf noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen intensiver von hell zu dunkel. Beziehungsweise dunkel zu hell. Passt auf, dass ihr dann wirklich nicht generell zu dunkel arbeitet, weil das macht es natürlich ganz besonders, wenn man an manchen Stellen ganz dunkel ist und an manchen ganz hell. Das ist auch mein großes Coloring-Geheimnis. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich muss sagen, ich habe auch die Farbe Chipped Sapphire benutzt. Ich liebe diese Farbe. Allerdings zum Verblenden irgendwie nicht so toll. Aber gut. Ich habe alle Luftballons ausgestanzt. Wenn ihr keine passende Stanze habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach ausschnippeln. Luftballons sind ganz, ganz einfache Motive, die ganz schnell ausgeschnitten sind. Ich setze mich dafür gerne auch mal auf dem Balkon oder auf dem Sofa, während ich dann doch mal ein paar Programme gucke. Und ich lege sie mir ein bisschen diagonal hin, weil gerade fand ich das irgendwie nicht so schön, aber so ein kleines bisschen diagonal hat das Ganze schon ein bisschen interessanter gemacht. Ich nehme hier ein paar Luftballonschnüre und stempel sie mit einem Hellgrau von Simon Says Stamp. Außerdem habe ich alle Luftballons zuerst auf der Rückseite mit Tombow Mono Multiglue ein bisschen bestrichen, gewartet, bis der Kleber getrocknet ist. Und so kann man das super verwenden, um alles hinzulegen, ohne dass es verrutscht, da der Kleber dann nicht ganz fest klebt und man die ganzen Luftballons wieder abnehmen kann. Hier seht ihr, wie ich alles richtig festklebe. Ich nehme gerne einfach trockenen Kleber aus, so eine Kleberolle eben. Außerdem zwei verschiedene Höhen von Abstandsklebeband und so bekommt man eben diese schönen 3D-Effekte hin. Jetzt seht ihr, wie ich meinen Spruch zurecht schneide. Ich habe als kleinen Trick, es war nämlich ein bisschen schief, klebe ich dann den Spruch einfach auf Post-its und so kann ich das super unter meinen Schneider halten und es wird alles gerade. Die Ecken noch leicht abrunden. Leider war an der Stelle dann mein Video leer und ihr habt nicht mehr sehen können, wie ich noch das Konfetti gestempelt habe, aber auf den Bildern ganz gut zu erkennen, denke ich. Ich hoffe, diese Karte hat euch für heute gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!